Willkommen, wir haben heute Abend die liebe Lea mit Ayovo. Hallo, Jovo und Lea. Oh, so heißt es auf den Plakaten und im Internet, auf Facebook und sonst wo überall. Presse haben wir auch gemacht. Die Lea hat zwar schon gesagt, super Pressearbeit. Ja, wie seid denn ihr zustande gekommen? Lea. Ja, es gab ein klassisches Casting. Die zwei Herren aus Biberach, die hatten eine Sängerin, die hat sich aber verliebt und ist nach Stuttgart. Und die haben dann eine neue Sängerin gebraucht und ich bin dann nach Biberach und durfte vorsingen. Und der strenge Papa war da und die Freundin war da und dann habe ich vorgesungen und irgendwie haben wir relativ schnell festgestellt, dass die Chemie zwischen uns drei sehr, sehr gut ist. Und vor 3 Jahren waren das und seitdem sind wir unzertrennlich. Jochen, seit wann, ihr seid ja Brüder, hab ich vorher so mitbekommen, seit wann macht ihr denn Musik? Ja, also das sind schon einige Jahre. Also ich habe mit 13 Gitarre angefangen, ne? Das ist jetzt halt so, was ist das her? 10 Jahre her. 10 Jahre, genau. Ja, und also ich habe klassische Gitarre gelernt und dann irgendwann ganz leicht so ein bisschen angefangen mit Improvisieren. Alex hat dazu parallel Bass angefangen in seiner ersten Band. Ja, und irgendwann hat sich so ergeben, dass wir einfach gesagt haben, wir probieren mal was zusammen. Einfach, ob man das irgendwie zusammenlegen kann. Er war damals mehr der Funk-Bassist, heute noch nicht immer noch, ne? Aber ich mehr klassisch und so. Und das haben wir aber irgendwie probiert zu kombinieren. Ja, und das hat dann, wie es ausschaut, ganz gut funktioniert. Da haben wir auch verschiedene Gastmusiker dabei gehabt. Also früher war es eher Instrumentalmusik. Ja, und nach hat es immer mehr Kontur bekommen, ne? Und dann irgendwann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir unbedingt eine Lea Knutzen bei uns, ne? Und seitdem macht es besonders viel Spaß, ja? Super. Ja. Von der Formation habt ihr gesagt, zwei Jahre gibt es euch jetzt, ja? Ne, drei Jahre ist schon dabei, okay. Und ihr habt regional recht viel Auftritte gehabt, überregional auch. Was war euer weitestes? Alex, was war euer weitestes? Unser weitestes ist so richtig gut zum Angeben, das war in London. Ja, genau. Also es war bei London, Clacton on Sea, das ist die Partnerstadt von Biberach. Da wurden wir eingeladen, waren wir alle noch etwas jünger, ohne graue Haare und da war ein Jazzfestival. Ja, das war so das weiteste. Ja, ja. Wobei die schönsten Zeiten, die hat man natürlich mit unserer Lea. Ja, ja. Gibt es denn von euch eine CD? Habt ihr schon eine CD, ja? Die kann man heute Abend bei uns auch kaufen, nehme ich an. Ihr habt was dabei? Keine offizielle CD. Nur Testaufnahmen. Okay. Aber keine offizielle. Da können wir dann nachher nochmal drüber sprechen, weil wir haben auch dort mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, was zu machen, auch für die Zukunft. Mhm. Und wir sind gespannt, wie es heute Abend wird, wie viele Leute kommen, wie viele Leute tanzen. Ich denke alle oder einige. Und das ist Ihr Job dann. Ich freue mich drauf. Wenn ihr noch einen Kommentar ablassen wollt, wollt ihr jemanden grüßen, wollt ihr jemand was sagen? Also ich von meiner Seite bin total begeistert von hier. Also wirklich Respekt. Also so viele tolle Mitarbeiter erstmal, alle sehr freundlich, hilfsbereit. Das ganze Projekt hier, also finde ich unglaublich. Ne? Ich bin jetzt von relativ weit her, von Biberach. Ne? Also ich habe also wirklich noch nie was davon gehört. Ne? Und ich bin jetzt wirklich froh, dass ich das hier kennenlernen durfte. Ja, also wirklich Respekt und toi toi für die Zukunft auch. Ja. Danke. Ja. Du? Ich meine dasselbe wie Jochen. Mhm. Ja. Zu dritt ist es ja immer, zwei sind immer gleiche Meinung und einer steht alleine. Deswegen heute Abend sind wir alle gleiche Meinung, oder? Großes Kompliment, ja. Andi. Ganz, vor allem, ganz ihr macht tolle. Immer noch so einen frischen, freundlichen, entspannten Eindruck und das ist toll. Das ist echt super. Ja. Ich möchte gerne was sagen. Ich finde, Stadt Ulm soll mal die Brieftasche aufmachen, weil das hier läuft anscheinend ehrenamtlich. Und wenn man sieht, wie viel Arbeit hier reinsteckt, wie viel Engagement und Ehrgeiz und Kraft und Energie,
dann muss ich sagen, sowas muss unterstützt werden finanziell und wir müssen alle was dafür so oder dafür was tun, dass das auch weiterhin läuft und dass die Kulturfachschule besteht. Also das wäre ein wichtiges Anliegen von unserer Seite. Mhm. Danke. Super. Bitte. So, let's dance.